Willkommen zurück. Also, wir waren auf dem Mond. Ich habe da jetzt einiges raus. Unter anderem hier diesen ganzen... Ja, komm, ich mach das auf. Mondstaub in verschiedenen Varianten. Grün, grau, Mondfelsen in grün und so braun-grau. Und Mondstein, den gab es jetzt, glaube ich, nur blau. Ja, den habe ich mir halt wieder gesammelt, weil ich das sammeln will. Ansonsten habe ich jetzt hier, glaube ich, Flüssigkeiten rein. Ne, wo habe ich Flüssigkeiten rein? Irgendwo habe ich Flüssigkeiten rein. Ah, hier auch nicht. Looky, looky, cheap, cheap. Hier? Ne. Ach so, da muss ich noch umräumen. Ach, hier. Okay, also da habe ich jetzt Öl und das Heilwasser. Und hier, ich habe also genug Treibstoff erstmal. So viel Plutonium habe ich noch nie gefunden. Ich habe diesmal gut den Mond natürlich auch wirklich krass auseinandergenommen. Also einfach immer schön schauen, das mitnehmen, weil aus diesem Plutonium kann man sich, Moment, ja, ich muss nochmal schnell zu meiner Farm, zu meinem Heimatplaneten. Ja, das machen wir gleich. Wir gehen jetzt erst nochmal zum Heimatplaneten. Los. Verlassen diesen Mond, weil das reicht jetzt, was wir hier haben, erstmal, um bequem zu leben. So, wo ist der Heimatplanet? Die Vierer. Da ist, sieht man also auch diese Flagge, das ist ein Bookmark, ne? Also ein Lesezeichen. So heißt es auf Deutsch. Während wir fliegen, könnte man ja eigentlich mal hier die ganzen... ja komm, nehmen wir das doch einfach so mit, ist doch egal. Die ganzen Sachen zum Anziehen mitnehmen, weil die wollen wir ja... Hallo? In den Schrank hier stecken. Da tun wir jetzt die ganzen Klamotten rein. Hiker, Backpack, Pirate Jacket. Jetzt müssen wir das sortieren ein bisschen. Das ist die Flowery Mask. Das sind Hiker Trousers, die gehören dann hier dazu. Hier haben wir Hiker Jacket. Das gehört auch hier dazu. Das haben wir noch einmal übrig. Haben wir sogar nochmal. Okay, das brauchen wir nicht nochmal. Das löschen wir, weil verkaufen können wir das nicht. Das ist nichts wert. Wild Fungus Cap, das braucht kein Mensch. Hier so ein Dinosaurierkopf. Moment, das ist Quatsch, was ich hier gerade mache. Weil, Moment, das kann man doch zusammenführen. Space Suite, Backpack, Space Helm. So, das gehört natürlich zusammen. Bin ich jetzt bekloppt? Mach das doch so. Ja, genau so. Dann haben wir da immer alles zusammen, was zusammengehört. So. Die Sachen wollten wir dann eigentlich verkaufen. Naja, das können wir irgendwann mal machen. Das ist egal. Zum Außenposten können wir immer wieder. Und dann gehen wir nochmal kurz runter. Ich glaube, wir landen sogar direkt im Farmhaus. Das ist unser Ausgangspunkt. Ja, genau. Okay. Junge. Runter, runter. So. Und diese Plutonium-Ohr, natürlich wie alle Erze, macht man im Ofen. Und jetzt können wir uns hier Plutonium-Rot machen. So, braucht zwei, ne? Ja, genau. Wir machen jetzt mal nur 6 Stück davon, dass wir 50 aufheben. So viel brauchen wir nicht so von denen aufheben, aber 6 Stück machen wir uns. Ja, Excellent Source of Fuel, klar. Also die könnte man genauso ins Schiff reinstopfen. Hier werde ich es aber erstmal aufheben einfach. Die Farm brauchen wir jetzt nicht. Das war eigentlich alles, was ich hier noch machen wollte. Jetzt geht's wieder rauf. Muss natürlich zur Crafting-Station dann immer wieder zurück. Ist eigentlich auch blöd. Nehme ich mir die jetzt mit oder nicht? Naja, komm, dann fliegen wir halt immer wieder zurück. Ist doch egal. Okay, so, nein, Blödsinn. Das gehört dann praktisch auch mit zu Treibstoff. Naja, hier sind Flüssigkeiten drin nur. Sag mal, hallo. Dann machen wir hier, ja, machen wir hier die Plutonium-Sachen mit rein. Also hier hätten wir das Erz und da haben wir dann diese Plutonium-Rot, die Stäbe selber. Die lassen wir jetzt aber noch in Ruhe, das nehmen wir nicht. So, Treibstoff haben wir da in der Kiste ohne Ende. Wir haben aber auch hier genug, immer noch 800. Und dann geht man jetzt her. Jetzt hat man auch Zugriff darauf. Nimmt es. Und nur hier rein reicht nicht. Das habe ich auch bei dem anderen Let's Play gesehen. Ich glaube sogar auch, es war beim Mediamanic und Martexus. Jetzt ist es zwar hier drin und es steht, wie viel das gibt, aber es ist noch nicht eingefüllt. Man muss also erst auf Fuel. So, jetzt ist es drin. Jetzt hat man genug Treibstoff und dann kann man hergehen. Geht hier raus. So,
natürlich noch eins weiter. Wir wollen jetzt das System verlassen. So, und dann nehmen wir uns jetzt den ersten Exzentrik, den wir haben. Gehen wir halt mal auf einen etwas stärkeren. Hier haben wir wieder das Tor. Das ist aber ganz genau dasselbe wie alle anderen auch. Der Achter ist wieder ein Mond. Aha. Sechser, Vierer, 3, 2, 5, 1, hier ist 7, Ocean, High Level of Radiation, da können wir noch nicht hin, da gehen wir kaputt. Jetzt gucken wir uns erstmal den 1er Planeten an. Das passt, das ist gleich ein trockener Planet. Da finden wir vielleicht was. Und da steht auch gleich dabei, was es kostet hier unten. 58 wird es kosten, da hinzufliegen. Also 58 Treibstoff, okay, go. Ah, Update von Creativerse. Aha. So, und jetzt fliegen wir mal dahin. Ja, gut, haben wir jetzt genug Platz? Und naja, es reicht erstmal, ja. Mal schauen. Hier so Teleporter haben wir dabei. 2 Stück, das ist in Ordnung erstmal. Ich befürchte nur, ich werde da unten erstmal sterben. Relativ schnell, weil die sind schon ein bisschen härter, glaube ich, die Monster. Da stand ja auch, glaube ich, Threat Level Moderate oder so. Jetzt warten wir, bis wir da sind und dann gucken wir uns das an. Also bis jetzt war es ja immer mostly harmless. Oder generell harmless. Der erste natürlich, auf dem er landet, der ist überhaupt nichts, da passiert nicht viel. Und solche Gentle-Welten, also so kleine, nette Welten, wie das ja im Prinzip heißt, so ein harmloses Universum, müssen wir auch noch ein paar besuchen, und zwar für Leder. Wir brauchen später noch Leder. Und da müssen wir eben die Monster mit dem Bogen für jagen, dass wir Leder kriegen. Die Chance ist, glaube ich, mit dem Bogen sogar, war die relativ hoch teilweise. Müssen wir mal gucken. Jetzt will ich aber, nee, ich will nicht auf den Treibstoff. Da sieht man, die 58 sind rausgezogen worden. Ich möchte hierher. Ich möchte jetzt mal sehen, was der Planet sagt. Okay, moderate, ne? Also mittelmäßige Bedrohung. Nicht mehr mostly harmless, sondern mittelmäßig. Wir versuchen es trotzdem. Wird schon schief gehen. Die Waffen, die man hier natürlich findet, sind natürlich jetzt auch besser. So, hier findet man gleich was Neues, und zwar Dornenfrucht. Und wir können jetzt craften Dornenniedler, also so ein Niedlergang, Nadelgewehr, und Dornensaft. Okay. Das gibt es hier auf so Arid Landscape. Ja, dann sieht man hier so Akazien. Das ist praktisch wieder ganz normal nur Holz. Willst du mir was Böses? Ja, okay. Geht auf jeden Fall trotzdem schnell drauf. Das ist schon mal in Ordnung. Hier ist ein Glitch. Servus. Kann man mit denen reden? Das ist nicht nur Glitch. Das ist ein gemischtes Dorf. Do you live underwater? Strange. Ich glaube, das ist Floran hier. Das sind einfach nur Betten, die hier haben. Mehr ist da nicht. Warte mal, doch. Da ist mehr. Hier ist, oder? Ne, das ist nichts. Da können wir nur das Licht an- und ausschalten. Okay, dann lassen wir das. Die Frucht nehmen wir mit. Ach, da ist ein Schmetterling, den wir noch nicht kennen. Wir haben aber natürlich das Bugnet nicht dabei. Ja, sehr schön. Ja, können wir später holen, die Schmetterlinge. Gehen wir jetzt erstmal hier weiter. Im Hüpfen, wenn es nicht reicht, mit dem Doppelsprung. Ganz normal. Ja, Bandagen kann man vielleicht gebrauchen. Ich glaube, das Viech ist dann sogar schon feindlich, was da unten ist. Oder? Nee? Ist freundlich. Das hätte, glaube ich, schon reagiert. Okay, also ist es freundlich. Ja, auch hier gibt es natürlich wie in der Wüste so eine Art Sandsturm. Pixel nehme ich gerne mit. Ach nee, es war nur eine Fackel, so eine Leuchtfackel. Jetzt komme ich da natürlich nicht so ohne weiteres hoch. Schade. Naja, dann nehmen wir den Mondstaub, den wir ja haben. Moment, kann man das abbauen? Na, gibt aber auch nur Dornenfrucht, wenn man es abbaut. Ja, egal, gib her. Dass ich hier Platz habe. So, weil ich möchte da gern ganz hoch. Möchte alles mitnehmen. Ey! Ja, okay, es geht aber. Klar fügen die mir mehr Schaden jetzt zu mit einem Schlag, aber es ist okay.
Also im Prinzip wie die Aliens, die auf dem Raumschiff waren. Lieber den hier nehmen, die Taste F. Ja, und das kann man alles einfach hier abbauen. Also mit E drauf, dann kann man das mitnehmen. Das ist ein bisschen Geschicklichkeit. Manchmal geht das, wenn man eben hochspringt hier jetzt, von hier nach links. Dann gleich nochmal springen, also den Doppelsprung und nach rechts. Also manchmal bin ich geschickt genug dafür. Das funktioniert schon. Man muss es halt schaffen und ich bin manchmal wegen zu blöd dafür, aber naja. Wir sollten wieder eine Waffe in die Hand nehmen. Ja, der tut mir gar nicht so viel, also wenn ich ihn gleich erwischt, passt. Und das sieht ja süß aus wie so ein Knuddelbär, aber das tut mir was, ne? Und zwar durchaus. Also die Monster sind schon etwas härter. Aber was eben wichtig ist, hier findet man neue Erze. Wir brauchen ja, wie wir schon wissen, Titanium. Ja, hier ist also durchaus zu empfehlen, mal öfter zu heilen. Ich hoffe, ich denke auch immer mal rechtzeitig dran, nicht, dass ich zu viel sterbe. So, die Dornenfrucht noch. Und jetzt möchte ich wissen, was hier drin ist. Ah, okay, das ist in Ordnung, ein Heilbuff. Autsch. Aber ich habe ja den Heilbuff drin. Okay, passt schon. Jetzt denken wir mal wieder an F, bitte. Okay, alles klar. Waffe raus. Dass der nichts gegen uns hat hier. Der hat eine witzige Maske auf dem Kopf. Redet aber ansonsten nur mit mir, ja. Your skin is bright colors like flora. Also ich bin genauso bunt wie die Flora anscheinend. Aha. Ja, hier könnte ich mich ins Bett legen. Gut, das brauche ich jetzt nicht. Aha, das ist gleich das nächste. Current Corn. Und das Seed haben wir auch. Das ist also wieder was man automatisch mit abbaut. Das ist das nächste, was wir farmen können. Und wie gesagt, wir können das alles auf unsere ganz normale Farm tun. Das funktioniert schon. Und jetzt gucken wir uns erstmal den Planeten von oben an, was es da so alles gibt. Da ist wieder so ein eigentlich süßes Viech, was mir aber eine reinhaut. Aber es geht schon. Das ist so witzig, manchmal die Viecher, die süß aussehen, die sind schlimmer als die, die irgendwie gewalttätig aussehen. Die sind dann gar nichts. Das ist schon cool. Ja, und so findet man eben auf jedem Planeten immer wieder anderes Saatgut oder andere Sachen. Auf dem Ozean findet man dann auf dem Grund des Ozeans auch noch was. Das ist schon cool. Schade, nur Pixel. Hätte ja ein Hühnchen geben können. Naja gut, ich habe ja auch schon genug Hühnchen gekriegt. Ich kann mich ja nicht beschweren. Ja, jetzt hat es auch noch wehgetan. Na, gib mir das. Okay. Ich brauche nochmal eine Bandage besser. Na, das reicht hier nicht. Also nehmen wir wieder den Mondstaub. Basteln hier davon was hin. Geht natürlich nicht viel hin, weil dann gleich der Baum kommt, aber wird schon reichen. So. Ach, ich glaube, das Viech ist wieder feindlich. Wenn nicht, jetzt ist es weg. Falls es nicht feindlich gewesen wäre, hat es Pech gehabt. Sind wir einfach mal so fies. Oh, hier ist eine Kiste. Gleich mal öffnen, weil die Waffen, die man hier findet, sind natürlich auch schon mal besser. Und eine Trompete. Das nächste Musikinstrument. Ich glaube, jetzt habe ich schon vier verschiedene. Das bauen wir ab hier, dass ich hier hochspringen kann. Ja, Kohle können wir auch wieder gebrauchen. Können wir uns auch gleich hier ein bisschen den Hintergrund abbauen. Weil ich brauche wieder mehr Fackeln. Ja, die Schmetterlinge hole ich mir dann beim nächsten Durchgang. Und die Dornenfrüchte nehme ich mir auch auf jeden Fall alle mit. Willst du mir was Böses? Aha. Wenn man auf sich aufmerksam macht, kommt er schon her. Auch in Ordnung. Weil wir dann ein bisschen den Pixelstand aufbessern. Dann kann ich mir nämlich dann gleich noch ein bisschen was kaufen. Und wenn es nur so ein Teleporter ist.
Mal schauen, wie weit geht es da runter. Na, es geht eigentlich immer in Schritten runter. Ja, mal schauen. Hier geht nichts. Hier geht es auch nicht wirklich rein, okay. Gleich wieder die Kohle mitnehmen. Wie gesagt, wir können sie gebrauchen. Brauchen wieder ein paar Fackeln. Wir haben nicht mehr so viel. Ich hatte weit über 200. Auf dem Mond habe ich einige verbraucht. Neuen Schmutz gibt es hier wieder. Aber ich würde sogar sagen, wir nehmen hier den Dornenfruchtstrauch mit und fällen einen so einen Baum, dass wir noch ein bisschen andere Feingut kriegen. Also unbearbeitetes Holz. Ich glaube, das ist normales, oder? Ist das ein neues, was wir noch nicht kennen? Nö, das ist ganz normales. Du bist feindlich, oder was? Einfach mal unseren Pixelstand wieder ein bisschen verbessern. Weil, wie gesagt, es ist schon möglich. Man kommt hier ganz gut klar dann. Also im Verhältnis zu Archie's Horror oder den Aliens sind die nicht so schwer. Auch wenn da jetzt steht, Bedrohungslevel mittelmäßig. Moderate statt, wie es vorher war, so gut wie nix. So, 112 wäre das Maximum, das machen wir aber nicht. Wir machen einfach mal 12. Wir halten 100 übrig. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Woodplanks. Nein, wir haben sowieso viel zu viele, genau. Wir machen uns noch ein paar Fackeln. Torch. Wir haben 105 Kohle, ja, wir machen erstmal nur 5. Wir verwerten mal nur 5. Wir können uns noch mehr Kohle holen. So, jetzt haben wir wenigstens wieder 25 mehr oder so. Jo, und dann geht es eigentlich einfach darum, die ganzen Planeten weiter wieder zu durchsuchen. Wir denken mal an F, sonst nehmen wir Schaden. Und so hat man dann eben dieses Feld. Das passt schon. Ah, hier gibt es wieder, also hier gibt es Pfahlbauten. Es gibt auch trockene Planeten, wo es keine Pfahlbauten gibt. Schade, jetzt liegt da jemand im Bett. Ah, jetzt nicht. Badge, jetzt kann ich dein Bett benutzen. So, mich schnell hochheilen. Weil das wäre zu wenig gewesen, um... Aha. Also irgendjemand von den seinen Kumpels hat gesagt, hat ihm selbst gesagt, er ist ein Fan von meiner Rasse. Na, wenn er meint... Ja, der hat mir ganz schön reingesemmelt. Ich hätte es fast verkackt. Und viel Pixel geben die halt nicht. Nur die Luftviecher, die geben irgendwie mehr Pixel. Das ist ganz witzig. Ah, gut, ein Heilbuff. Okay, ich habe schon gedacht, da kommt vielleicht was anderes raus. Das ist manchmal etwas gefährlich. So, Korenkorn nehmen wir mit. Die ganzen Dornenfrüchte, wie gesagt. Und dann ist es einfach, den Planeten wieder weiter ausräumen. Um weiter zu kommen. Ey, geh sterben. Du sollst sterben gehen. Ah, cool. Hä, wieso wirkt denn das diesmal so lange? Ich habe immer noch das... Das war diesmal ein längeres. Anscheinend gibt es da verschiedene. Weil das letzte war ja nicht so lang. Aber der Heilbuff hier ist länger. Der wirkt immer noch. Wenn man jetzt fies ist, kann man auch hergehen und kann hier einfach so ein bisschen Stroh mitnehmen. Zack. Hey, Roll. Oder kann man sich in so eine Heurolle sogar reinsetzen? Schlafen? Nee. Aber in das Heubett kann man sich setzen. Kann man schlafen. Aha. Wir könnten auch einfach mal das Viech töten. Bringt auch Pixel. Sogar relativ viele. Dafür, dass es eigentlich nichts tut. Das hat wehgetan. So wie ich das sehe, ja, ein bisschen aufpassen, da geht es nämlich tief runter. Ich verkack das immer mit in die richtige Richtung zielen. Das ist schon faszinierend. So, okay. Mein Gott, die Planeten, das ist... Oh, da ist so ein Roboter wieder, der ist wahrscheinlich härter, aber wir versuchen ihn trotzdem. Nee, den schaffen wir nicht. Wow. Das wird so nix. Wir bräuchten einen Raketenwerfer.
Wenn der sein Schild aktiv hat, kommt man fast nicht durch. Aber okay, so könnte ich es schaffen mit Fernkampf. Bisschen aufpassen. Also die sind bedeutend härter als auf dem letzten Planeten noch. Ah, jetzt ist er fast weg. Na? So, okay, jetzt haben wir eine. Ja, die sind ein bisschen härter. Also das heißt, wahrscheinlich ist hier ein Labor. Aha. Dann gehe ich aber davon aus, dass die Wache auch härter ist. Ja, wenn ich Pech habe, sind meine Pixel jetzt gleich weg. Na, den schafft man. Den schafft man so, okay. Aber der Roboter ist zu hart. Das steht schon mal fest. Das heißt, den müssten wir wieder mit der Fernwaffe machen. Tür zu. Tür zu. So, den Armband. Ja, hier muss man glatt mal ein bisschen aufpassen. Also das wird härter. Aber auch wieder so ein lustiges, großes Labor, was man gerne ausräumen. Ja, die Menschen selber sind kein großes Problem wahrscheinlich, aber die Roboter machen, die sind schon eher was. Immer dieses Geräusch, dann ist die Energie weg, ne? Da muss man sich halt möglichst schnell wieder verpissen. So, den haben wir. Da kam ein Kabel raus. Also ein bisschen aufpassen muss man hier dann schon. Die sind stärker. Die besonderen Monster eben. Ah, da gibt es so eine Kampfarena. Jetzt könnte man hergehen, wenn man fies ist. Für den da unten. Wenn man den sterben sehen möchte, benutzt man hier dieses Steuerungspanel und macht damit die Tür auf. Dann kommt nämlich das Monster raus und macht den platt, weil die sind zu schwach für die Monster. Aber ich lasse es in Frieden. Au. Hier ist eine Kiste. Alles durchsuchen. Wie gesagt, es gibt durchaus bessere Waffen. Für ein Einhandschwert gar nicht schlecht. Mitnehmen. Pineapple, Pizza, Ah, Silber. Und Titanium, auch schon das erste. So, jetzt haben wir lauter Sachen gelernt. Ja, wieder nur so eine bescheuerte Fackel. Ist die Frage, was da drin ist. Ah, okay, es gibt Kupfer. Warum nicht? Kupfer hatte ich sowieso irgendwie ein kleines Problem das letzte Mal. Ich meine, jetzt wahrscheinlich nicht, aber... Das lassen wir mal stehen, weil das könnte ja wieder was geben. Naja, dann fällen wir den Baum auch, dass wir an das Kupfer kommen. So, und da reicht ja einfach die Waffe, wenn wir das nehmen. Manchmal kommen da auch zwei oder drei Dornenfrüchte auf einmal raus. Das ist dann auch ganz witzig. Jetzt ist die Frage, schaffen wir das da... Vorsichtig runter. Ja, das war wohl nichts. Aber immerhin bin ich nicht ganz gestorben. Weil ich wollte den da noch öffnen. Oh. Hat mich in Brand gesetzt. Sehr schön. Ja, ja, super. Schon wieder. Ich wollte eigentlich das da. Jetzt habe ich das arme Viech kaputt gemacht. Naja, gut, was soll's. Das ist Strohdach hier. Oh. Das Viech ist ein bisschen härter. Seht ihr das? Das wird ein bisschen witzig. Könnte ich mir vorstellen.
Also den Bewohner hier hat es schon mal zerlegt, der hier eigentlich war. Ja, die Pixel, wenn ich jetzt mitnehme, kann durchaus sein, dass ich verliere, weil ich nämlich jetzt wahrscheinlich sterben gehe. Schauen wir mal. Ananas, okay, cool. Okay, immerhin kriegt man das Viech. Ja, der macht Bomben. Der macht auch noch einen Bombenangriff. Ist ja toll. Ja, okay, ich lasse dich mal fliegen. Kein Bedarf. Das Viech ist noch ein bisschen zu hart für mich. Was, du willst mir was Böses? Kannst eine haben? Nö, du wolltest mir nichts Böses. Okay. So, hier gibt es wieder ein paar weitere Behausungen. Das sind immer gar keine zusammenhängenden Dörfer hier in dem Fall. Das sind eher so kleine Ansiedlungen. Lieber mal den hier. So, okay. Avian. Also eigentlich meine Feinde, aber wenn man welche trifft, die sind ja nicht automatisch feindlich. So, da oben ist wieder so ein etwas härteres Viech. Bis jetzt geht's. Stelle mich gar nicht so dumm an. Na, das wird nix. Also müssen wir wieder mit dem Mondstaub uns einen kleinen... mit dem Mondstaub, habe ich gesagt. Hey! Wir hatten dir erlaubt, mich zu hauen. Uns einen kleinen Aufgang schaffen. Oh, super. Fast tot. Voll toll. Moment. Jetzt stelle ich mich wieder dumm an, jetzt schaffe ich es wieder nicht. Ja, komm dann. Leck mich doch. Dann nehmen wir den Mondstaub. Hauen das Viech hier lieber? Ne, hauen es nicht. Aber wir könnten es so hauen. Und toll. Ja. Das war natürlich intelligent. Ja. So viel dazu. Einmal sterben gefällig. Was hatte ich hier drin jetzt? Ja, okay, dann machen wir jetzt eben eine andere Kiste. Was ist denn in der Kiste? Ach so, da habe ich ganz andere Sachen. Also kein Platz für Essen. Was hatte ich hier drin? Ja, da tue ich jetzt das Essen rein, was ich jetzt gerade mitgenommen habe. Das neue Essen. Einfach hier mit rein, würde ich sagen. Dann haben wir eben jetzt hier dieses Currentkorn-Zeug. Und wenn wir wieder mal den Heimatplaneten besuchen, können wir das reintun. Dornenfrucht. Und hier die Ananas. Eine Trompete. Okay. Hier eben das Neue. Das sieht man auch schon, das ist grün. Das ist dann eher nicht mehr kommen. Also nicht mehr gewöhnlich, sondern ungewöhnlich. Und blau ist selten. Rare. Ja. Da habe ich ja schön verkackt. Meta-Modul. Ja, das reicht noch nicht. Einen könnte ich machen, aber ich brauche drei oder vier, um den nächste Aufrüstung zu machen. So, das nächste Instrument. Jetzt haben wir vier Stück. Wir haben eine Trompete, wir haben ein Banjo, eine Klarinette, glaube ich, genau. Und so eine Musikbox. Aha. Naja, gut, warum nicht? So, das da. Alles mal abliegen. Habe ich nicht auch schon Kabel? Ja, hier. Also es ist möglich, wenn man ein bisschen aufpasst. Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Ja, und dann geht man her und macht eben den ganzen Planeten auch wieder. Und so, dann würde ich sagen, mache ich das jetzt nochmal. Wahrscheinlich werde ich noch zwei, dreimal sterben. Und wenn ich runtergehe, in Richtung des Planetenkerns wieder, um ein bisschen Ressourcen zu farmen, also Erze dann vor allem, eben Titanium, rühre ich mich wieder. Wie gesagt, aufpassen. Am besten ein bisschen mehr aufpassen als ich. Diese Heildinger hier, dieses Heilwasser, das ist ganz gut, weil das hat eben eine längere Dauer als jetzt so eine Bandage. Die Bandage ist, um sich schnell hochzuheilen. Und das ist, um langsamer, aber länger
sich ein bisschen zu heilen. Das ist also ganz praktisch. Ja, das natürlich, um sowieso eine Aura zu haben für Heilung und Energie und auch erhöhte Energie und Leben. Also dieses Federmahlzeit, die ist echt cool, das Featherfood. Ist zu empfehlen, sowas ein bisschen anzubauen, was man dafür braucht, um sich das ein bisschen zu kochen. Das ist echt gut. Und wenn man ja in Pixelnot ist, kann man es sogar verkaufen, aber dafür sind Diamanten auch gut, weil davon findet man ohne Ende. Gut, dann gerne liken, teilen, weiterleiten, empfehlen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es in Richtung des Planetenkerns geht.